Lieber Franz, darf ich dich jetzt bitten, hast du alles installiert, alles passt? Danke, Rudi. Ja, funktioniert, ausgezeichnet. Danke. Ja, herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe friedlich-freundliche Freunde der Veränderung. Ich bin, weiß ich nicht, ob ihr mich kennt, Rechnungswesenprofessor an der Wirtschaftsuniversität Wien. Momentan sehr viel unterwegs. Anfang dieser Woche war ich in Mailand. Da wurde in Rom im Parlament von der Partei Cinque Stelle ein Antrag, Gesetzesantrag eingebracht, nämlich die italienischen Banken ohne Steuergeld zu retten. Wie werde ich euch zeigen, wie das geht? Das setzt voraus, dass ich euch ein bisschen Buchhaltung beibringe. Bitte nicht stöhnen und ächzen und schreien. Das ist genau wie mit der Juristerei. Die Dinge werden absichtlich so uninteressant gemacht, damit sie keiner dafür interessiert. Ja? Und die, die sie auskennen, die beuten das System dann aus. Also da sind wir in Rom immerhin schon im Parlament, ist natürlich abgelehnt worden, das war zu erwarten. Da schenkt man lieber das Steuergeld her, ja, der Bevölkerung, bevor man eine sinnvolle Lösung macht, die nichts kostet. Ja. Aber der Debt-Equity-Swap, der dahinter steht, ist noch lange nicht gegessen, denn das ist wirklich die einzig sinnvolle Lösung, die wir langfristig haben werden. Wir brauchen allerdings dafür eine völlig andere wissenschaftliche Grundlage. Ökonomie und Recht können wir nicht mehr benutzen. Warum? Weil es keine Wissenschaften sind. Ökonomie und Recht ist ein Haufen von Axiomen, also unbeweisbaren Annahmen. Man könnte das jetzt etwas angriffig auch als Ideologie bezeichnen. Aber Axiom ist wissenschaftstheoretisch, wie gesagt, eine Grundannahme, die man nicht beweist, beziehungsweise gar nicht beweisen kann. Ist klar, nicht? Auf irgendwas muss man aufbauen. Wenn ihr selber für alles, was ihr wahrnehmt und erlebt, immer wieder Beweise sucht und warum fragt, seid ihr am Ende an dem Punkt, ich bin, und das könnt ihr dann nicht erklären. Ja, also das ist einfach so. Irgendeine nicht bewiesene Annahme braucht man. Aber es ist von Anfang an ein Unsinn gewesen, Ökonomie und Recht auseinander zu dividieren, weil die ganze Geldzählerei und auch die Buchungssätze brauchen eine gesetzliche Grundlage. Andernfalls sieht man eh, was passiert, nicht? Weil dann das Geld sozusagen sich die Gesetze schreibt. So soll es auch nicht sein. Und daher habe ich die systemische Gesellschaftswissenschaft gegründet, die auf einer höheren Ebene auf Ökonomie und Recht von oben drauf schaut und mit sozialpsychologischen Methoden arbeitet und der besten verfügbaren Technologie und erklärt, wie es zu dieser absurden Entwicklung von Ökonomie und Recht als zwei Scheinwissenschaften überhaupt gekommen ist. Dahinter stehen recht einfache Gedankengänge, die ihr weitestgehend auch sofort verstehen werdet. Aber ihr werdet erkennen, es bedarf eines ganzheitlichen Zugangs. Wenn wir also über Geld reden, und wir müssen leider über Geld reden, weil noch haben wir es oder wir haben es nicht, aber brauchen es. Die wenigsten Menschen können sich von jetzt auf gleich vorstellen, überhaupt ohne Geld leben zu können. Viele müssen es ja, aber die können sich das auch nicht vorstellen. Ja, also man geht dann in Tauschkreise, aber dort ist erfahrungsgemäß das Angebot immer etwas überschaubar. Dann bitte nicht bei den Geldformen anfangen. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht? Da sagt man Papiergeld oder Goldmünzen, nicht? Oder irgendwelche Bits und Bytes im Computer. Das verwirrt mehr, als es hilft. Gehen wir bitte auf die Geldfunktionen. Und da gibt es drei Geldfunktionen. Und das ist interessant. Denn allgemein bekannt sind nur zwei, nämlich Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel. Und die sind erstens materialistisch vom Konzept. Das sieht man an dem Wort Mittel. Ja? Also Materie, in Materie gedacht. Und zweitens ist es widersprüchlich. Weil wenn ich was im Umlauf halt, ja, wenn ich es bewegen will, dann darf es keiner rausnehmen, um damit seine Werte aufzubewahren. Ne? Also das ist widersprüchlich. Jetzt hat allerdings das Geld noch eine dritte Funktion, die eigentlich wirklich historisch komplett übersehen wurde, aber das ist die wichtige und wahrscheinlich die einzig möglich umsetzbare, ohne Widerspruch, das ist der Wertmaßstab. Und wenn wir einen Maßstab verwenden, bitte, dann tauschen wir nicht, dann messen wir. Und alle Wissenschaften, vor allem die empirischen Naturwissenschaften, empirisch heißt, ich stelle meine Hypothese auf, die ich dann auch beweisen kann im Experiment oder nach Popper widerlegen, falsifizieren. Das ist Wissenschaft. Alles andere ist Ideologie und Axiomenhaufen. Ja? Also, dann nehme ich einen Wertmaßstab und der Unterschied ist ganz klar ersichtlich. Wenn ihr euch anschaut, die halbfertigen Villen, die in der Landschaft herumstehen, dann müsst ihr euch nur fragen, was ist dem Bauherrn ausgegangen, die Euro oder die Zentimeter, warum er nicht fertig gebaut hat. Ja. Zentimeter habe ich, solange es Länge gibt und der Maßstab nicht kaputt wird. Die verwende ich. Ja? Und beim Geld wäre es vernünftig gedacht genauso. Wenn Menschen eine Leistung erbringen, die wertvoll ist, für sich oder für die Gemeinschaft, dann messe ich das ab und schreibe die Zahl auf. Die Zahl selber hat natürlich keinen Wert. Ein Meter hat auch keine Länge, weil ein Meter ist die Länge.
Und daher sollte so etwas wie ein Wertmaßstab auch nur ein Maßstab vom Wert von etwas anderem sein. Ist es genau genommen bei der Kreditvergabe heute eh schon, das werde ich euch dann zeigen. Sie täuschen uns aber die Werthaltigkeit dieses Geldes immer noch vor, aus historischen Gründen. Und jetzt kommen wir dazu, wie das eigentlich entstanden ist. Wenn wir uns vorstellen, dass wir irgendwann mit Goldmünzen oder Silber oder eben intrinsisch werthaltigen Münzen begonnen haben und die wie in einem kleinen gallischen Dorf in Umlauf weiterzugeben, aus einem großen Topf, und der ist begrenzt, endliche Geldmenge und die im Umlauf, dann kam als nächstes bitte der Kaufmann, der also in Kisten das herumgeschleppt hat, auf die Idee, dass das unpraktisch ist, weil er dauernd ausgeraubt wird. Und im Mittelalter haben dann englische Goldschmiede, die Schmuckgold in ihren Tresoren aufbewahrt haben, den Kaufleuten angeboten, dort die Goldstücke und die Münzen auch aufzubewahren. Nur wie die dann alle da drin gelegen sind, sind sie auf die nicht sehr ehrenvolle Idee gekommen, dieses fremde Eigentum, um Zinsen an andere zu verleihen, die es gebraucht haben. Ohne dass die Eigentümer das überhaupt wussten. Das ist natürlich streng verboten, schon nach römischem Recht. Da gibt es die Regel des Ulpian und die lautet: aliud est credere, aliud deponere. Also Latein müsst ihr halt auch noch ein bisschen lernen. Also das Verleihen und der Treuhandvertrag mit einem Sparer sind aliuds, sind zwei getrennte Rechtsgeschäfte, die man nicht einfach vermischen kann, ohne dass die unterschreiben und davon wissen. Das heißt, wenn heute ein Banker behauptet, wir verleihen nur das Geld der Sparer, dann könnt ihr sagen, darfst du nicht, das ist ein Vermögensdelikt, tust du auch nicht. Das ist jetzt nichts anderes als eine Schutzbehauptung. Dass es dann Täuschung im Rechtsverkehr ist, ist eigentlich auch ein Problem. Ja, aber so wird es nicht gemacht. Geht gar nicht. Ja. Können sie nicht und dürfen sie nicht. Und ein emeritierter Strafrechtsprofessor in Deutschland, Michael Köhler, hat einen riesen Aufsatz darüber geschrieben, dass das eigentlich verboten ist. Ja, und den könnt ihr auf kreditopferhilfe.net runterladen, als PDF-Datei. Und jeden Banker unter die Nasen reiben, der diesen Blödsinn in der Öffentlichkeit verzapft. Ich glaube, der Schäuble glaubt das auch noch, dass das so funktioniert. Jetzt haben offensichtlich die Eigentümer dieser Goldstücke das irgendwann zurückhaben wollen und die waren nicht im Tresor. Jetzt ist das aufgeflogen. Und daher mussten die Goldschmiede dann, die Eigentümer, prozentmäßig daran beteiligen, an dem Ertrag, den sie mit dem fremden Eigentum erwirtschaftet haben. Und über diesen eigentlich ungesetzlichen Handelsbrauch ist die Methode aufgekommen, die Banken verleihen das Geld der Sparer, was sie eigentlich nicht dürften. Das war also in Wirklichkeit der erste Betrug, die Verleihe fremden Eigentums. Dann haben die Goldschmiede begonnen, Depotscheine auszugeben. Wo drauf gestanden ist, der Herr Müller hat bei mir 1000 Münzen im Tresor. Und der ist mit dem Depotschein jetzt am Markt gegangen und hat gesagt, ich habe da 1000 Münzen, was kann ich dafür kaufen? Hat dann gesagt, ja, eine ganze Menge, aber jetzt müssen wir den Depotschein ändern. Also gehen wir wieder zum Goldschmied und schauen wir, das gehört jetzt nicht dem Müller, das gehört dem Meier. Ist ganz schön umständlich. Ja? Und deswegen hat man das erste Inhaberwertpapier erfunden, den Depotschein, der einfach sagt, wer den hat, dem gehört das Geld, das da drin liegt. Was den Vorteil hat, dass man am Markt einfach nur den Zettel weitergegeben hat und sich irgendwann, wenn man das dann noch wollte, die Goldstücke aus dem Tresor geholt. Und da haben dann die Goldschmiede gemerkt, dass die Leute viel lieber die Zettel weitergeben, weil das Gold ist halt unhandlich, ist schwer, das kann man erst recht wieder stehlen. Ne? Die Zettel kann man besser verschwinden lassen und besser verstecken. Und weil das so war und sich die Leute das Gold immer weniger abgeholt haben, haben sie dann einfach eine mehrfache Menge, also ungefähr das Zehnfache an Zetteln in Umlauf gebracht, als sie Gold hatten. Und aus diesem Betrug entstand das sogenannte Mindestreservesystem. Das war der zweite Betrug in der Geldgeschichte. Ja, also Geld ist ohne Betrug historisch gar nicht vorstellbar und nicht erklärbar. Das ist eine Kette von Betrügen, von Betrügereien. Ja, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist erwiesen, das ist lustig. Ja. Und der dritte Betrug entstand dann über die Buchungssätze, das werde ich euch dann im Detail noch erklären. Aber wichtig ist, dass ihr jetzt einmal folgende Kette versteht. Da waren einmal Goldstücke und dann waren die Zettel da. Das war eigentlich nur die Forderung auf die Goldstücke. Daher hat man gesagt, die Scheine müssen gedeckt sein mit Gold, das irgendwo liegt. Ja? Und dann kamen die Buchungssätze, also die Zeilen in der Buchhaltung, später dann im Computer. Und diese Buchungszeilen, was wir heute Giralgeld nennen, sind wiederum nur Forderungen auf die Zettel, also auf das Bargeld. Und 1971 mit dem Ende von Bretton Woods hat man dann das Gold aus dieser Kette der Gleichungen einfach rausgenommen. Hat gesagt, und das gibt es jetzt nimmer.
Und seit jetzt dieses Gold weg ist, haben wir im restlichen Geldsystem, wurscht ob das die Zettel sind oder die Buchungszeilen, nur noch Schuldscheine. Ja? Es gibt überhaupt nur Schulden. Also wenn auch irgendjemand sagt, sparen wir, damit wir die Schulden zurückzahlen, könnt ihr sagen, hier, alles Geld ist nur Schuld, weil das Edelmetall haben sie ja weggenommen. Okay? Der einzig positive Wertbestandteil war dieses Edelmetall. Jetzt kann man natürlich darüber philosophieren, warum Gold dann wahnsinnig wichtig, wertvoll sein soll, wenn es eigentlich eh nur wertvoll ist, wenn man es verknappt. Das ist die Idiotie von Angebot und Nachfrage. Ne? Das ist eigentlich eine Erpressungsregel, damit das Volk sich erpressen lässt, ohne dagegen zu revoltieren. Ja, weil wenn ich sage, die Menge stimmt nicht, dann erwarte ich mir, dass die Menge erhöht wird, wenn es zu wenig ist. Aber nicht, dass ich dann für das Wenige noch dafür noch mehr zahlen muss. Ne? Also wer sich das halt einfallen lassen, das war wahrscheinlich jemand mit einem Revolver in der Hand. Ne? Mit der Frage Geld oder Leben. So ist es zu verstehen, ne? Revolver in der Hand. Dann wird die Frage erst relevant. So, und dann kommen wir auch zu den Bitcoins. Welchen Wert haben jetzt die Bitcoins? Sind die Gold gedeckt? Na? Sind die Schulden auf Gold historisch? Sind die Schulden wenigstens auf Zettel? Na, wenn es Schulden nicht sind, sind es Forderungen? Auch nicht, ne? Das ist nichts, das ist ein Zoll im Computer. Aber es hat eine eingebaute Verknappungsregel und deswegen schaut es aus, wie Geld das werthaltig wäre. Und das reicht schon. Wenn man sagt, du kriegst immer weniger, dann sagen sie, dann muss es wertvoll sein. Es ist trotzdem ein Schaß, ja. Aber ein wertvoller Schaß, wenn du nur eine kleine Dosis abkriegst. Jetzt ist natürlich Bitcoin und Co. relativ spannend. Weil wir haben ja in der Eurozone ein Gesetz. Und jetzt kommt eben die Spaltung von Ökonomie und Recht und die macht es erst richtig lustig. Ja? Und in dem Euro-Gesetz in der österreichischen Fassung steht im Artikel 1, Paragraph 1, gesetzliches Zahlungsmittel sind Münzen und Scheine. Und zwar auf Euro lautende und sonst nichts. Da steht nicht drin, dass das der Bitcoin ist. Jetzt kommen halt einfach gestrickte Leute auf die Idee und sagen, das macht ja nichts. Wenn die Bundeskanzlerin sagt, ja, das geht, oder wenn das Finanzamt sagt, ja, wir nehmen es, dann ist es ja legal. Nein, bitte, das steht im Gesetz, was legal ist. Und die Privatmeinung ja, von einer Kanzlerin oder von irgendeinem Minister ist Pipifax. Das interessiert in Wirklichkeit keinen. Also entweder es steht im Gesetz oder es steht nicht im Gesetz. Und wenn da nicht drin steht, das sind die Bits und Bytes an der Speicheradresse von dem Computer zu dem Zeitpunkt, dann können Sie sich das in die Haare schmieren. Dann müssen Sie nur erklären, warum das unbedingt wertvoll sein. Ja? Weil meine Bits und Bytes in meinem Computer schauen auch so aus. Nullen und Einsen. Ja? Ich bin sicher, die habt ihr auch irgendwo. Ja? Gut. Also das ist das momentane Problem. Und jetzt schauen wir uns dann die Folgen an. Vor allem bei den sogenannten Blockchain-Währungen. Eine Währung nach altem Modell hat einen sogenannten Innenwert und einen Außenwert. Der Innenwert heißt, was kann ich damit kaufen? Im Gültigkeitsbereich, im Währungsgebiet. Also wenn ich wenig dafür kriege, ja, dann habe ich eine hohe Inflation, je nach Warenkorb, ganz klar. Und wenn ich mir jetzt die Blockchain-Währungen anschaue, ja, dann kann ich beim Biller nicht damit einkaufen gehen. Und beim Spar auch nicht und auch nicht beim Hofer. Das heißt, eine Hausfrau, die damit einkaufen geht, die wird gezwungen sein, zum Beispiel bei einer der 1800 Postfilialen, die sind jetzt ganz stolz drauf, ist eh klar, weil die Post gehört der BAWAG und BAWAG gehört Cerberus, nicht? Die sind ja alle aus dem gleichen Stall. Leute, Verdummung mit Bits und Bytes als Zahlungsmittel. Dort in Euro umzutauschen, weil der Kaufmann nimmt natürlich nur die Euros. Und dann riskiert sie halt auch die Wertschwankung im zweistelligen Prozentbereich von Woche zu Woche. Und dann wird sie halt sagen, liebe Familie, die Wochen gibt es nichts zum Essen, weil der Bitcoin hat halt einen Einbruch. Und ein Unternehmer, der seine Mitarbeiter mit sowas zahlt, die werden nicht sehr zufrieden sein, weil die wissen nicht, in 14 Tagen, was können sie sich dafür überhaupt kaufen. Soweit klar. Solange ich damit also nicht Güter des täglichen Bedarfs beim Kaufmann um die Ecke kaufen kann, hat diese Währung keinen Innenwert. Klar. Sie hat aber einen Außenwert, den Wechselkurs zu Euro, zu Dollar, zu was auch immer. Und der geht natürlich so rauf und runter, weil das Ganze gesteuert ist. Weil bei diesen ganzen Börsen, da sitzen schon die altgestrickten Banker drin und haben viel mehr an Volumen und können damit auf Knopfdruck ja, manipulieren. Auf YouTube gibt es Interviews von einem Eigentümer einer Börse, weil Marktmärkte sind ja privat. Die haben einen Eigentümer und der hat seine eigene Software. Und die Software hat mit Bitcoin und Blockchain genau gar nichts zu tun. Aber der gibt, wenn es ihm lustig ist, einen anderen Wechselkurs ein und dann zieht er ab.
So funktionieren die freien Märkte. Weil frei heißt straffrei und straffrei, wie heißt manipuliert? Das ist der freie Markt, der straffrei manipulierte Markt nämlich. Einen anderen gibt es leider nicht. Ja? Und das sind natürlich die Eigentümer. Deswegen muss man immer sagen, auf einem Markt, der mir nicht selber gehört, kaufe und verkaufe ich auch nichts. Klar? Nur wenn ich der Eigentümer des Marktes bin, macht er für mich Sinn. Weil wir sind ja in einer Eigentumsgesellschaft, nicht in einer Leistungsgesellschaft. Grober Fehler. Aber dort könnte man hin, ja, mit einer anderen Form von Geld. Das heißt, kein Innenwert, nur Außenwert, manipulierte Kursschwankungen und damit Manipulation und Abzocke. Und die Blockchain-Währungen sind zentralistisch. Ganz schlimm. Ja? Warum? Weil die haben eine Verknappungsregel und die kann keiner ändern. Da kann nicht in einem Dorf, in einem Bezirk, in einer Gemeinschaft jemand sagen, wir haben jetzt ein paar kranke Leute, die haben ein besonderes Problem. Wenn wir einen Heiler hätten, der genau die gesund macht, dann sollen die jede Menge verdienen. Das wird sich nicht ausgehen, weil die Verknappungsregel von Bitcoin gibt halt nicht mehr her. Klar? Das heißt, die Gemeinschaft kann ihre Werte nicht selbst definieren. Ein zentralistisches Wertesystem, Blockchain. Ja? Auf welchen Rechner das rennt, ob in einem Rechenzentrum oder verteilt am PC-Netz, ist vollkommen egal. Es geht um die Bewertungsspielregel und die ist bei den Blockchain-Währungen zentralistisch. Wenn aber kleine Gemeinden lokal, wie in jedem Tauschkreis, sagen können, für was kriege ich was, und die bestimmen das vor Ort unterschiedlich, dann habe ich es dezentral von der Organisation und nicht von der Technologie. Aber mit dem Hinweis auf die dezentrale Technologie wird natürlich schön davon abgelenkt und getäuscht, dass die Organisation zentralistisch ist bei Blockchain-Währungen. Ich habe natürlich, wie gesagt, keine rechtliche Wertinterpretierung. Diese Bitcoins sind weder Forderung noch Verbindlichkeit. Das sind Ketten von Nullen und Einsern und damit auch nie werthaltig. Und es ist auch nicht skalierbar, so wie das gebaut ist. Wir haben die Manipulationen etc. So. Aber wie geht das heute bei der Geldschöpfung der Banken? Zum Unterschied von dem, was viele Menschen glauben, macht das nämlich zum größten Teil nicht die Zentralbank, das macht die Geschäftsbank. Jede kleine Sparkasse an der Ecke erzeugt Geld, und zwar immer dann, wenn ihr einen Kredit haben wollt. Das ist das Lustige, deswegen heißt es ja auch Schuldgeldsystem. Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt ein realwirtschaftlicher Unternehmer und ich habe Geld in der Kasse. Und ich möchte einem Freund, der auch Unternehmer ist, Geld borgen. Dann gebe ich ihm ein Darlehen. Das kann jetzt auch unverzinst sein unter Freunden. Ja, lass mal die Zinsen jetzt einmal weg. Und wenn ich ihm ein Darlehen gebe, wie schaut das dann beim Gläubiger in der Buchung aus? Die Aktivseite bitte ist das sogenannte Vermögen. Also das ist das, was man angreifen kann und Geld wert ist. Und die Passivseite, da rechts, besteht eigentlich nur aus zwei verschiedenen Gruppen, nämlich Fremdkapital, das sind die ganzen Schulden. Und wenn man das Fremdkapital vom Vermögen abzieht, dann bleibt da Differenz übrig und das nennt man dann Eigenkapital. Das ist eigentlich dann der Wert, der Geldwert, der dem Unternehmer, dem Eigentümer des Unternehmens zusteht. So wird das gerechnet. So, also wenn ich jetzt Geld aus der Kasse hole und meinem Freund, der auch Unternehmer ist und auch eine Buchhaltung führt, borge, dann ist das ein Aktivtausch, das heißt, meine Kasse wird weniger und in gleicher Höhe buche ich dort eine Forderung ein. So ist übrigens auch juristisch das Darlehen definiert. Das ist die Hingabe eigenen Vermögens. Das heißt, es muss auf der Aktivseite was weniger werden und genau diesen Platz nimmt dann die Forderung ein. Ist ja klar. Und irgendwann kriege ich das wieder zurück oder was anderes, was den gleichen Wert hat, und dann verschwindet wieder die Forderung. Das heißt, die Gläubigerbuchung bei einem Darlehen kann nur ein Aktivtausch sein, weil ihr eigenes Vermögen hingegeben werden muss. Soweit so klar. Wie schaut das beim Schuldner aus? Der Schuldner kriegt jetzt von mir das Geld in die Kasse, die Vermögensseite erhöht sich, gleichzeitig ist er mir das aber in der Zukunft schuldig, das heißt, er hat auf der Passivseite eine gleich hohe Verbindlichkeit, vielleicht erhöht durch Zinsen, ne? Die lassen wir jetzt vereinfachend weg. Bei ihm verlängert sich also die Bilanz, insbesondere in der Kapitalseite, durch eine Schuld, durch eine Verbindlichkeit. So bitte schaut in der Buchhaltung eine Schuldnerbuchung aus. Der Schuldner erhält Vermögen und in gleicher Höhe die Verbindlichkeit. Man nennt das auch eine Bilanzverlängerung, weil die Bilanzsumme sich erhöht und da sagt man, die wird halt länger. Ja? Also Bilanzverlängern mit Schuldbuchung ist immer eine Schuldnerbuchung. So, und jetzt schauen wir einmal, was die Banken machen, wenn sie Kredite vergeben. Die Bank bucht dann eine Forderung ein gegenüber den Kreditnehmer, ist ja nachvollziehbar.
Und dann macht sie etwas Lustiges, dann stellt sie Giralgeld zur Verfügung, wo wir schon wissen, das ist ja nur eine Forderung auf Bargeld. Und das ist aus Sicht der Bank natürlich eine Sichteinlage bzw. eine Verbindlichkeit, Fremdkapital. Das heißt, die Bank verlängert jetzt die Bilanz. Da ist kein Aktivtausch, daher ist sie auch kein Gläubiger. Die kann nur Schuldner sein. Warum verlangt sie dann irgendwas von uns, wenn sie selber Schuldner ist? Der Kreditnehmer bitte bucht genauso. Ja? Bei dem ist es natürlich verständlich. Da hast du nicht Sichteinlage, da ist es die Kreditverbindlichkeit. Ja? Aber wie kommt es denn überhaupt dazu? Was ist der tiefere Grund? Naja, wenn der Kreditnehmer zur Bank geht, unterschreibt er als erstes einen Kreditvertrag. Und mit der Unterschrift entsteht ein werthaltiges Forderungswertpapier, der Kreditvertrag. Und der wird in Wirklichkeit eingebucht auf der Aktivseite, weil es ein Wertpapier ist und die Bank kann das um den Preis, was da draufsteht, sofort weiterverkaufen. Beispielsweise. Es wurde ein Wert geschöpft durch den Kreditnehmer. Und erst dann stellt die Bank das Giralgeld aufs Girokonto. Aber als eigenen Schuldtitel, weil sie hat das Geld ja nicht. Sie tippt ja nur die Zahlen in den Computer hinein. Und jetzt passiert was Lustiges. Die Bank sagt dann zu uns, jetzt wollen wir aber auch noch Tilgungen und Zinsen. Jetzt hätte ich gern einen mutigen Kreditnehmer, der dann zur Bank geht und sagt, wissen Sie was, liebe Bank? Ich verlange jetzt von Ihnen Tilgungen und Zinsen, weil den ersten realen Wert, der wurde von mir eingebracht. Ich habe den Kreditvertrag unterschrieben. Und der ist nur dann von Ihnen akzeptiert, wenn eine Sicherheit dahinter steht. Was ist eigentlich die Sicherheit für euer Giralgeld? Dann werden sie sagen, das Bargeld. Dann sagen sie, super, und was ist die Sicherheit für diese wertlosen Zettel? Und dann sind sie ruhig. Dann kommen in der Regel immer so blöde Aussagen wie, na, das ist die Steuerleistung der Bevölkerung. Toll! Dafür, dass wir unsere eigene Leistung auf Zetteln schreiben lassen von anderen, ja, können wir irgendwas tun? Wie kommen wir überhaupt dazu? Wenn wir uns die Kreditvergabe jetzt genau anschauen, heißt das Folgendes. Sie gehen also zur Bank und der Banker, der überhaupt nichts hat, was wertvoll wäre, schaut sich Ihr Eigentum an und sagt Ihnen, wie viel das wert ist. Und weil er jetzt den Wert von Ihrem Eigentum in seinen Computer tippt, kommt er auf die Idee, in dieser Höhe eine Forderung an Sie zu haben. Er hat gar nichts. Er hat gar keinen Wert, nur Sie haben den Wert. Aber er hat dann komischerweise eine Forderung und von der Justiz wird das nach wie vor unterstützt. Ist nicht vorstellbar. Wir brauchen unbedingt eine Feststellungsklage bei diesen Buchungssätzen. Die Deutsche Bundesbank hat es bestätigt, die Bank of England, ja, Standard & Poor's. Vor Gericht haben Banken das zugegeben schon, ja, dass sie es so machen. Jetzt brauchen wir eine Feststellungsklage. Ja. Worum handelt es sich bei einer Kreditvergabe, wenn so gebucht wird? Ist das ein Darlehen, was es offensichtlich nicht sein kann, oder ist es ein Schuldscheintausch? Mein Schuldscheinkreditvertrag gegen Schuldschein der Bank, ja, Giralgeld, und wenn die in gleicher Höhe getauscht werden, wieso soll der eine dann Tilgungen und Zinsen zahlen und der andere nicht? Ist ja sinnlos. Wenn die gleichen Schuldscheine in selber Höhe tauschen, ist keiner dem anderen was schuldig. Dann war's das. Was passiert demnächst von Land in Graz? Ich bitte darum. Ich stehe auch gratis als Gutachter und Zeuge zur Verfügung. Bitte, da reden wir dann auch, Herr Gernot. Ja. Ja, Gernot, das macht man nachher. Ja? Dann reden wir zusammen. Du weißt eh, bin ich sofort mit im Boot. So. Also das ist jetzt das Drama der Kreditvergabe, nenne ich das. Das Drama. Wenn man das hochspielt, wenn man jetzt zum Beispiel jemand in Bargeld das abhebt, diesen Kredit, dann ändert sich in Wirklichkeit nur der Gläubiger für die Geschäftsbank. Das ist dann nicht der Kreditnehmer, sondern die Zentralbank. Weil von dort kommt nämlich das Bargeld. Und im inneren Rechnungskreis über die Reserven schuldet die Geschäftsbank dann die Zentralbank das Geld. Aber Schulden bleiben Schulden. Und die Zentralbank macht etwas sehr Lustiges. Etwas sehr Lustiges. Die schöpft in ihrer Bilanz das Geld auch so, aber erstens ist es für die dann komischerweise keine wirklichen Schulden und zweitens sagt man, Zentralbanken können nicht pleite gehen. Also da hat man jetzt bestimmte Entitäten geschaffen, die zwar die Buchhaltung verwenden, aber nicht den Gesetzen der Buchhaltung unterliegen. Ich kann Ihnen sagen, warum, weil das kommt noch aus der Herrscherzeit. Die Könige und die Monarchen haben das früher gemacht und da war Insolvenz für den Mächtigen völlig ausgeschlossen. Also ein Handwerker hat nicht sagen können, Herr Graf, Sie sind jetzt pleite.
Es geht nicht. Und die Adeligen haben das untereinander auch so gemacht. Wenn die Handwerker lästig wurden, dann haben sie mit einem befreundeten Adeligen Schuldscheine getauscht in gleicher Höhe und haben den Schuldschein vom Freund im eigenen Gebiet in Umlauf gebracht. Ja? Weil solange die gesehen haben, der ist reich, machen sie was? Sie geben den Schuldschein weiter und haben damit ein Zahlungsmittel. Ja? Das ist die Weitergabe von Schuldscheinen von Mächtigen, Vermögenden und so weiter. Als Zahlungsmittel hat sich historisch etabliert, noch vor der Französischen Revolution. Ja, ist es entstanden. Aber damit hat natürlich der Begriff Schuld komplett seine Bedeutung verloren. Ja, weil für sinnlose Symbole bin ich nicht bereit, reale Werte hinzugeben. Ja, also das kann man auch nicht als Deckung bezeichnen, was da vorhanden ist. Gut, also beim Darlehen bucht der Gläubiger Aktivtausch, die Bank allerdings Bilanzverringerung, beide sind Schuldner. Es ist daher rechtlich ein Schuldscheintausch und Tilgung und Zinsen haben keine Rechtsgrundlage. Jetzt kann man sich darüber aufregen und sagen, Wahnsinn und was passiert da? Oder man kann versuchen, in kleinen Schritten das der Rechtsordnung klar zu machen, vor allem den Richtern und den Staatsanwälten, damit die das einmal begreifen, was da eigentlich wirklich passiert und wie das historisch entstanden ist. Und man kann natürlich das System auch zum Vorteil für die Bevölkerung nutzen, wie zum Beispiel bei der Bankenrettung. Wenn man weiß, dass diese Schulden sowieso nur in der Buchhaltung entstanden sind, dann kann man sie in der Buchhaltung auch wieder verschwinden lassen. Das ist ganz logisch. Da allerdings diese Buchungen eine gesetzliche Grundlage brauchen, braucht man dafür ein einfaches Gesetz. Und jetzt, wenn in der EU alle Milliardenbeträge den Banken in den Rachen hauen, weil dort die Bilanzen nicht mehr funktionieren, weil die überschuldet sind durch das Giralgeld, das sie sich selber gebucht haben. Ja? Also kommt noch was dazu. Die Bank schöpft das Giralgeld, auch wenn sie etwas kauft oder Geld ausgibt. Also wenn die ein Gebäude kauft, immer der größte Turm in jeder Stadt. Ja, oder Wertpapiere oder bezahlte Mitarbeiter oder die Boni für die Vorstände, Dividenden für Aktionäre, nimmt sie ja keine Geldbündel aus dem Tresor. Nein, sie bucht auf die Girokonten der Zahlungsempfänger und verschuldet sich damit wieder bei sich selber. Die Bank, wenn die jetzt ein Bürohochhaus kauft, einen Bürotower, so sagt sie zur Baufirma in Wirklichkeit, den Betrag bleibe ich dir schuldig und deswegen gehört es jetzt mir. Nur die Bank darf das, andere dürfen es nicht. Okay? Das ist aberwitzig, nicht? Muss man sagen, ist ja Wahnsinn. Ja, das ist ja kein Wunder. Das heißt, die Banker geben systemisch, ja, nicht weil es böse Menschen sind, sondern weil es halt buchungstechnisch momentan nicht anders geht, immer Geld aus, das sie gar nicht haben. Und wenn sie zu viel Geld ausgegeben haben, der Ante Eigenkapital unter die Baselgrenze rutscht oder zu rutschen droht, ja, weil sie Geld ausgegeben haben, das sie gar nicht hatten, dann schreien sie nach Steuergeld, um das Loch noch einmal zu stopfen. Das heißt, dann plündern sie ein zweites Mal. Ja. Geht nicht. Da müssen wir eleganter raus, indem wir buchtechnisch die Löcher stopfen. Man kann ja sagen, wenn die Sichteinlagen aus hysterischen Gründen ja, jetzt Fremdkapital sind bei der Bank, machen wir einfach ein kleines Gesetz. Der Gesetzgeber, und das ist die Demokratie, das sind ja hoffentlich wir alle, die doch an die Demokratie glauben oder sie wiederbeleben. Man müsste eher sagen, ja, wiederbeleben ist das richtige Wort, wieder auferstehen lassen. Die können das, die können Gesetze erlassen. Ja? Dann schreiben wir einfach rein, eine Bank bei ab so und so viel Prozent Verschuldung, ja, das ist alles verhandelbar, bucht einfach die Sichteinlagen, das Fremdkapital um in Eigenkapital. Und Sie werden sagen, ja, wieso denn das? Weil das ein ganz normaler Vorgang ist. Bei jeder Unternehmenssanierung passiert ein sogenannter Debt-Equity-Swap, wenn er möglich ist. Debt heißt Schuld auf Englisch, Equity ist Eigenkapital, Swap heißt Vertauschung. Man macht das aus einer Schuld ein Eigenkapital. Wie geht das? Ein Hotelier hat hohe Bankverbindlichkeiten und kann die momentan nicht bedienen. Er hat aber einen Vertrag mit einem Reisebüro, in 2 Jahren füllt ihm der die Bude aus, massenweise mit Bussen und da ist er aus dem Schneider und verdient sich blöd. Jetzt kann der zum Banker gehen und sagen, du pass auf, vergiss einmal auf 2 Jahre diesen Kredit, ja, ich kann das nicht bedienen, aber da ist der Vertrag, in 2 Jahren geht das große Geschäft los, wandle doch diese Verbindlichkeit, also eine Forderung, Fremdkapital, um in eine Mitbeteiligung. Steig bei mir ins Geschäft ein, dann hast du natürlich im prozentuellen Anteil Mitreden auch, ja, und dann verdienst du an diesen Gewinnen in Zukunft mehr als an den popeligen Zinsen für einen Kredit. Das ist, macht Sinn, machen viele Banken. Wie sind denn die Banken alle zu ihren Industriebeteiligungen gekommen? In vielen Fällen genau durch so einen Debt-Equity-Swap. Und jetzt schießt die Demokratie zurück sozusagen und sagt, wenn jetzt die Banker betteln anfangen am Steuergeld, sagen wir, Debt-Equity-Swap. Jetzt buchen wir eure Sichteinlagen um in Eigenkapital. Das ist dann aber eine Staatsbeteiligung.
Und im ersten Schritt könnt ihr alle eure notleidenden Kredite einfach ausbuchen, damit wird das Eigenkapital wieder kleiner, aber macht nichts, weil die haben immer genug, wenn sie alle Sichteinlagen in Eigenkapital umwandeln. Ja? Dann bleibt eine kleine Staatsbeteiligung über, der Bankstaat kann dann über einen entsandten Vorstandsmitglied dort sogar mitreden. Ja? Und am operativen Rechnungskreis, wo unten das Giralgeld umläuft, buchen wir das um auf Treuhandkonten. Und das ist dann das sogenannte Vollgeldsystem. Und damit ist das Giralgeld endlich draußen aus der Bankbilanz. Okay? Was heißt das? Wir können Banken mit beliebiger Überschuldung retten. Übrig bleibt eine Staatsbeteiligung und die Einführung vom Vollgeldsystem, wo das Geld wirklich sicher ist und nicht durch Bankprobleme in Gefahr kommen kann. Und es kostet 0 Cent Steuergeld. Das gibt's gratis. Wenn die Demokratie funktioniert. Das ist die Voraussetzung. Und Demokratie funktionieren heißt erstens, Sie müssen es verstehen und zweitens, Sie müssen den Mut haben, das dann auch zu wollen. Das sind immer zwei Dinge. Verstehen allein ist zu wenig. Man muss dann auch die anderen überzeugen, sagen, wir machen das jetzt. In Italien sind es von der Cinque Stelle-Partei schon so weit. Da habe ich schon im Oktober 2015 Schulungen gehalten für Parlamentsabgeordnete, Rechtsanwälte und Richter, ja, und habe ihnen das erklärt und jetzt wollen sie da wirklich das durchziehen. Und einmal abgelehnt hast gar nichts, weil wenn die Cinque Stelle einmal Mehrheiten hat da unten, dann wird das schon kommen. Keine Sorge. Und wir können es auch machen. Und jeder kann es machen. In jedem Land, wo Banken notleidend sind, kann man den Debt Equity Swap sofort ansetzen. Nicht? Aus der Sichteinlage Verbindlichkeit wird Eigenkapital, dann werden die Forderungen, Kreditforderungen abgeschrieben, übrig bleibt die Staatsbeteiligung und wir haben das Vollgeldsystem eingeführt und wie gesagt, das gratis. So, dafür braucht man, wie gesagt, eine andere Denkgrundlage und das ist die systemische Gesellschaftswissenschaft. Das ist also die Wiederzusammenführung von Ökonomie und Recht, weil das gehört einfach zusammen. Das kann man also nicht trennen. Und die Grundlage der systemischen Gesellschaftswissenschaft als ganzheitliche systemische Wissenschaft, das hat viele, viele Facetten, was eine systemische Wissenschaft bedeutet. Da kann ich jetzt nicht alles ausführen, dafür ist die Zeit zu kurz. Aber ich habe ein Institut gegründet, das Interdisciplinary Research Institute for Systemic Sciences, IRIS. Und da führen wir jetzt alle diese Wissensbereiche auf einheitlichen Grundlagen zusammen. Bei der systemischen Gesellschaftswissenschaft ist das Wesentliche, dass sie die Gesellschaft nicht als einen Haufen von Individuen definiert, weil die einzelnen Individuen haben ja unterschiedliche Meinungen, dann haben wir sofort Konflikt und dann kommen wir vielleicht auch auf die Idee, dass wir ein Gewaltmonopol brauchen beim Staat. Das ist eine ganz blöde Idee. Ja, also wer den Staat mit einem Gewaltmonopol ausstattet, macht ihn zugleich zur liebsten Beute der Gewaltverbrecher. Weil was Besseres als ein Gewaltmonopol können Sie die nicht vorstellen. Und das ist leider in der Menschheitsgeschichte passiert. Ja? Es gibt eine bessere Gesellschaftsdefinition von Niklas Luhmann, der sagt, die Gesellschaft besteht aus Kommunikationen. Und zwar funktionierende Kommunikationen. Denn Gewalt entsteht immer dort, wo die Kommunikation versagt. Aber sowas kann man heilen, das kann man therapieren. Ja? Solange die Kommunikation funktioniert, gibt es keine Gewalt. Und wenn ich die Gesellschaft als Bündel von Kommunikationen definiere, verschwindet automatisch auch die Gewalt aus der Gesellschaft. Und das ist sehr, sehr wichtig. Die Kommunikationen, also die Beziehungen bleiben übrig, der Informationsaustausch. Und lustigerweise, da kommen wir beim Informationsgeld dann auch wieder hin, sind wir dann auf der richtigen wissenschaftlichen Grundlage der Quantentheorie. Danke, mache ich dann nachher, aber dafür mehr. Also, Ziel dieser systemischen Gesellschaftswissenschaft ist eine positive Entwicklung für Individuen, Gruppen, der gesamten Menschheit und aller Lebewesen insgesamt. Weil alle Lebewesen bitte in einem permanenten Dialog, Multilog sind. Ja? Also da gibt es permanent Kommunikation. Schaut euch einmal an, Kommunikation der Bäume, ja? Kommunikation mit den feinstachelnden Körpern von Verstorbenen und. Das ist ein weiter Bereich und entsprechend weit ist dann auch der Gesellschaftsbegriff gefasst. Seht's? Das ist interessant. Die systemische Gesellschaftswissenschaft bindet alle Lebewesen ein und auch die, die keinen grobstofflichen Körper mehr haben. Das ist doch interessant, ne? Zeitgemäß würde ich sagen. Also, Ziel ist im ersten Schritt, die historische Spaltung von Ökonomie und Recht zu überwinden, durch die Etablierung dieser Metawissenschaft, die eben drüber steht.
Informationsökonomie ist jetzt ganz wichtig, das ist auch für euer Privatleben dann noch was, was ihr mitnehmen könnt. In der alten Sichtweise hat man bei Informationsökonomie gesagt, Information ist eine Ware und wird halt verkauft. Ist eine dumme Idee, weil alles, was gegen Geld verkauft wird, wird verknappt und nur in homöopathischen Dosen hergegeben und an den Meistbietenden verkauft. Die menschliche Gesellschaft hat aber spätestens seit Einführung des Internets die Chance, und hätte das längst schon werden sollen, zu einer Informations- und Wissensgesellschaft zu werden. Das heißt, Information und Wissen müssen sofort überall in der Gesellschaft weitergegeben werden. Das ist essentiell für die menschliche Entwicklung. Und solange ich das jetzt häppchenweise wie eine Ware verkaufe, wird das nicht passieren. Es gibt noch andere Probleme, warum das nicht geht. Denn in einem Tauschgeschäft entsteht der Wert immer nur durch Informationsasymmetrie. Also wenn einer weiß, dass er woanders das Ding teurer verkaufen kann als der andere, das nennt man Arbitrage zum Beispiel. Ja? Der klassische vollkommene Kapitalmarkt, auf dem alle Teilnehmer den gleichen Wissensstand, die gleichen Präferenzen, dieselben Erwartungshaltungen haben, wäre ein Markt ohne Transaktionen. Weil wenn jeder weiß, das was ich habe ist 100 wert und ich kriege aber auch genau nur 100, weil der andere weiß auch, dass es nur 100 wert ist, dann verlieren alle die Transaktionskosten und keiner kauft und keiner verkauft. Die Märkte frieren ein. Das ist das Paradoxon der vollständigen Information auf Märkten. Das ist lange schon bekannt, immer und überall. Ja? Und deswegen müssen Marktteilnehmer im Hintergrund heute dafür sorgen, dass auf Märkten permanent Informationsasymmetrie herrscht. Und wie schaffe ich das? Durch Täuschung und Manipulation. Das ist Informationsasymmetrie. Das geht gar nicht anders, weil ein Preis sonst nicht zustande kommt. Okay? Gut. Warum ist die jetzt fundamental? Weil jede ökonomische Transaktion ist ein sogenanntes Nullsummenspiel. Wenn ich etwas von 100 hergib und 100 wieder krieg, ist die Summe von Verlust und Gewinn gleich. Nullsummenspiel. Ja? Nullsummenspiele haben aber eine ganz, ganz, ganz fatale Motivation. Ja, die sind ein schlechtes Anreizsystem. Ein Nullsummenspiel ist eine künstliche Schöpfung, das kommt in der Natur oder wo nicht vor. Das gibt es immer nur Plussummenspiele. Ein Nullsummenspiel ist also ein Spiel, in dem Gewinne und Verluste nach jeder Runde immer auf Null aufgehen. Ein Plussummenspiel heißt, da können die Gewinne auch mehr sein als die Verluste und der Gewinn geht nie zulasten anderer. Das ist ein Plussummenspiel. Okay? In der normalen Buchhaltung haben wir aber natürlich ein Nullsummenspiel konstruiert, weil ja da im Kreislauf die Münzen umlaufen und so wird es auch gebucht. Nur durch Bilanzverlängerung und Geldschöpfung kann ich ein Plussummenspiel installieren oder es scheinbar so machen, weil aber der Rechnungskreis geschlossen ist, geht es am Schluss doch wieder zulasten anderer. Ich müsste hier fundamental die Buchungsmethoden verändern, damit ein nachhaltiges Plussummenspiel entsteht. Und das kann man natürlich auch. Aber jetzt einmal zum Informationsanreiz. Am einfachsten könnt ihr euch die Informationswirkungen von Nullsummen- und Plussummenspiel mit Kartenspielen vor Augen führen. Das klassische Nullsummenspiel ist Poker. In Amerika natürlich so beliebt. Da gibt es die Regel, the winner takes it all. Dem Gewinner gehören alle Einsätze, der anderen Mitspieler, seiner auch. Das heißt, im Nullsummenspiel besteht die Belohnung in der Beraubung der anderen Mitspieler. Ich nehme den anderen was weg und sage, ich habe gewonnen. Das ist das Nullsummenspiel. Und wie lauten die erfolgreichsten Strategien, Informationsstrategien in diesem Nullsummenspiel Poker? Das ist das Pokerface. Das heißt, ich darf keine Information weitergeben. Oder noch besser, der Bluff. Ich täusche bewusst und manipuliere und lüge die anderen an. Täuschung und Lügen ist die erfolgreichste Strategie in einem Nullsummenspiel. Das ist einfach so. Da kann keiner was dafür und das hat mit Moral genau gar nichts zu tun. Das ist simple Logik. Ja? Jetzt gibt es aber auch Plussummenspiele. Muss man sich vorstellen, dieses Nullsummenspiel haben wir durch die doppelte Buchhaltung und durch die Weitergabe der Goldmünzen in unsere Gesellschaft implementiert. Und dann fragen wir uns, warum alle so unehrlich sind. Informationsökonomie, ans Pokerspiel denken. Es gibt aber lustigerweise auch Kartenspiele, aber wenige, da muss man wirklich suchen, die funktionieren als Plussummenspiel, zum Beispiel Wizard. Schreibt sich wie der Zauberer auf Englisch, Wizard. Gibt dann eine kompliziertere Weiterentwicklung, die heißt Raj. Aber bei Wizard ist es ganz einfach, da werden Karten ausgeteilt, vom restlichen Stapel wird eine Karte umgedreht und definiert die Trumpffarbe. Und dann müssen die Spieler, nachdem sie ihr Blatt bewertet haben und wissen, was die Trumpffarbe ist, als erstes bekannt geben, wie viele Stiche sie machen werden. Sie schließen also einen Spielvertrag, einen Kontrakt.
Und zwar mit der gesamten Gemeinschaft, also als Gesellschaftsvertrag, kann man auch schon sagen. Da nehme ich schon etwas vorweg, was dann später kommt. Ja? Und wenn Sie genauso viele Stiche machen, wie Sie gesagt haben, dann kriegen Sie eine Belohnungsprämie. Wenn Sie aber zu viele oder zu wenige machen, gibt es einen Strafabschlag. Daher wird jeder, der sagt, er macht drei Stiche, nach drei Stichen sofort nachlassen und kooperieren. Warum? Ja, weil er den Kontrakt erfüllen will, weil er nur dann seine Belohnung kriegt. Okay? Das heißt, wollen wir jetzt unser Wirtschaftssystem als Nullsummenspiel einrichten, wo die Belohnung darin besteht, die anderen zu belügen und zu berauben? Oder wollen wir es als Plussummenspiel, wo nur die belohnt werden, die ihre Verträge einhalten? Das ist eine freie Entscheidung einer aufgeklärten Gesellschaft. Noch etwas ist interessant zum Plussummenspiel. Stellt euch vor, es gibt drei Spieler und 10 Karten in dieser Runde. Und zwei sagen, sie werden drei Stiche machen und der dritte sagt, er macht 4 Stiche. Und die halten alle drei ihren Kontrakt ein. Das geht sich genau aus. Was heißt das? Dann muss ich natürlich jetzt als Spielleiter alle drei Mitspieler mit einer Prämie belohnen. Und in einem Nullsummenspiel stellt sich die Frage, wo nehme ich dann das her? Wem nehme ich es weg? Und daraus sieht man, dass ein ethisches Spiel, das darin besteht, sich an die Verträge zu halten, um belohnt zu werden, überhaupt nie ein Nullsummenspiel sein kann, weil im Worst Case, wenn nämlich alle ehrlich waren, habe ich niemanden, dem ich was wegnehmen kann, damit ich die anderen belohne. Ist das soweit so logisch und so simpel? Das ist jetzt so einfach kann Geldtheorie und so einfach kann Wirtschaft sein. Aber eben systemisch gedacht, spieltheoretisch gedacht, im Zusammenhang mit Informationsökonomie. Ja. Also das geht wirklich und das ist eine ganz einfache Geschichte. Man kann dann natürlich die Buchungstechnik anpassen, das ist ein eigenes Kapitel, das heißt dann Informationsgeld. Also falls alle ihre Kontrakte erfüllen, dann müssen alle einen Bonus erhalten. Ein ethisches Spiel kann nie ein Nullsummenspiel sein. Jeder einzelne Kaufvertrag ist blöderweise heute schon durch den Individualtausch, ja, du gibst mir Tit for Tat, ein Nullsummenspiel, weil jeder nimmt und gibt denselben Wert und damit hat ein Kauf, das heißt der individuelle Handel, 1:1 schon die intrinsische Motivation zum Betrug und zum Täuschen mit eingebaut. Ganz klar, ganz logisch. Ja? Banker und andere Leute aus der Wirtschaft, die denken nur in Nullsummenspielkategorien. Wenn ich mit einem Banker rede und sage, schlag dir ein Geschäft vor, du machst dann Gewinn, ich auch, und ich sage dir was, es gibt einen Dritten, der weiß nichts von seinem Glück, aber der verliert. Ja? Dann versteht der Banker das sofort und sagt, da bin ich dabei. Aber wenn ich im folgenden Vorschlag mache, ich sage, wissen Sie was, ich habe ein Geschäftsmodell, Sie verdienen viel, ich verdiene auch viel und es gibt einen Dritten, der weiß nichts von seinem Glück, aber der wird dann auch verdienen, sagt der Banker, wie soll das gehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, wo kommt das her? Dass das eine Bewertung ist, also einfach ein Wert, der als Zahl aufgeschrieben wird, ist ihm soweit nicht transparent. Nur das ganze Geldsystem funktioniert heute so. Nur leider falsch gebucht als Schulden und nicht als Eigenkapital, was man ja kennt. Na, dann wären wir alle happy. Gut. Also die Verwendung physischer Münzen und Scheine erzeugt damit ein Nullsummenspiel mit Täuschung und Betrug als Siegstrategie, weil hier physisch immer etwas weitergegeben wird, wo der empfängt, das Gleiche kriegt, was der andere gegeben hat. Das ist reine Logik. Bitte, das ist jetzt nicht Moral und Amoral und irgendwie gut und böse. Das ist wirklich nur Logik. Beenden wir daher die bilateralen Schuldverträge und schließen wir Gesellschaftsverträge. Immer das Individuum mit der ganzen Gemeinschaft. So wie beim Wizard, wenn jeder sagt, wie viele Stiche er machen wird. Das sagt er der ganzen Gemeinschaft. Und jeder gibt es der Gemeinschaft bekannt, was er für die Gemeinschaft tun will. Ja? Das ist ein Gesellschaftsvertrag. Ihr kennt Jacques Rousseau, der Gesellschaftsvertrag vielleicht. Ja? Das Wort ist oft in aller Munde. Ja, und bei den Pensionen und der Gesellschaftsvertrag. Gesellschaft. Habt ihr schon einmal einen gesehen? Wer hat schon mal einen Gesellschaftsvertrag wirklich unterschrieben? Einen Vertrag mit der ganzen Gemeinschaft. Wir machen das nicht, wir reden nur drüber. Ja? Weil das ist eigentlich die Lösung. Das wäre die Lösung, ohne Druck und ohne andere betrügen zu müssen, mit der Gemeinschaft einen Vertrag zu schließen, wo das individuelle Ende immer variabel, flexibel, anpassbar ist. Ja? Weil das Individuum sitzt da, hat einen Entwicklungsweg und die Gemeinschaft, das ist eigentlich nur ein Logistiknetzwerk, ja, das aus den Dingen, was die Leute freiwillig machen, das produziert, was alle dann am Ende haben wollen. So einfach könnte es sein. So, das ist jetzt noch interessant, der Vorteil vom Gesellschaftsvertrag im Vergleich zu handelsrechtlichen Individualverträgen. Ich nenne das eine Vertragstopologie, das ist eine grafische Darstellung von Vertragswerken. Da habt ihr diese bilateralen schuldrechtlichen Verträge als Doppelpfeile. Jeder gegen jeden. Es heißt ja auch schon Gegenleistung, ich habe eine Forderung gegen jemanden und nicht mit einem. Na, immer nur gegen.
Durch dieses Recht, das aus dem römischen Recht kommt, das Recht eines Imperiums, das mit diesen Gesetzen andere Völker unterworfen hat, wie ein Imperium das macht. Ein Imperium ist nicht das Land, das jetzt militärisch am stärksten ist. Das Imperium definiert die Spielregel, die es dann Frieden nennt. Ja? Und wenn das eine Ausbeutungsregel ist, dann braucht es kein Militär mehr. Und römisches Recht ist ein Kriegsrecht, ein Ausbeutungsrecht. Weil es teilt die Bevölkerung auf der kleinsten Ebene von Individuum zu Individuum und macht jeden latent zum Feind des anderen. Die treffen sich alle in einer Wirtschaftskrise vor dem Handelsrichter wieder. Und die Wirtschaftskrise kann der Geldschöpfer im Hintergrund einleiten. Das heißt, in so einem System, wenn von außen ein Militär kommt, wird keiner sagen, er geht kämpfen, er sagt, ich muss Geld verdienen, muss meine Rechnungen zahlen. Oder wenn eine Flut kommt, dann wird keiner Sandsäcke schleppen, sondern sagen, ich muss ja Rechnungen zahlen, ich muss Geld verdienen. Das heißt, das ist eine schwache Gesellschaft. Die Kraft der Gesellschaft wird durch bilaterales Schuldrecht nachhaltig gebrochen. Und das war die Funktion des römischen Gesetzes. Die Kraft anderer Völker zu brechen, ja, durch bilaterale schuldrechtliche Verträge. Aufgeklärte Menschen lassen sich auf bilaterale schuldrechtliche Verträge gar nicht ein. Sagen, ich schließe nur einen Gesellschaftsvertrag, ja, mit der Gemeinschaft immer so. So schaut der Gesellschaftsvertrag in der Topologie aus. Ja. Die Gemeinschaft ist das Runde und das sind die Sonnenstrahlen. Das ist schon ein Grund, warum das ein Sonnensymbol ist. Ja? Da ziehen nämlich alle an einem Strang. In diesem System kann jeder jeden anderen unterstützen, ohne dass das für ihn selber ein Nachteil wird. Im Gegenteil, die Gesellschaft wird dadurch stärker. Ja? Und bei einer Gemeinschaft, wo jetzt der Feind vor der Türe steht, können die sagen, wir zahlen einen Stundenlohn von 500 Euro für jeden, der kämpft. Oder wenn es um Sandsäcke schleppen geht, ja, einen Tag Sandsäcke schleppen, 5000 Euro. Weil warum? Das ist eine Buchungszeile. Die schreiben wir da einfach aufs Konto. Und? Haben wir doch. Zahlen haben wir doch genug im Computer, oder? Eben. Ja. Und so eine autonome Gesellschaft, die durch die Anreizsysteme selbst flexibel sagen kann, was brauchen wir jetzt? Brauchen wir Ärzte, brauchen wir Wissenschaftler, brauchen wir Lehrer, Künstler, was wollen wir haben? Das können sie in unserer Welt nicht brauchen, weil dann sind sie nicht mehr auf Schiene. Und jetzt zeige ich die schöne Analogie, was ist das? Das sind Eisenpfeilspäne rund um einen Stabmagnet, solange der Magnet noch eine magnetische Kraft hat. Okay? Das ist die Kraft des Magneten. So wie bei der Vertragstopologie die Kraft des Volkes. Und wenn ihr den Stabmagneten erhitzt, wisst ihr, was dann passiert? Durch die Thermodynamik ordnen sich die Elementarmagnete im Stabmagneten stochastisch zufällig neu an. Und durch diese komplett neue, verwürfelte Anordnung, die ausschaut wie das individuelle schuldrechtlichen Verträge, verschwindet die magnetische Kraft. Sogar im Magnetismus ist es so, ja, dass wenn sie nicht alle richtig ausgerichtet sind, keine magnetische Kraft mehr existiert. Und das ist bei der Kraft der Bevölkerung genau das Gleiche. Das sind systemische Wissenschaften. Da geht es um Zusammenhänge und um Muster. Okay? Dann kann man alle diese alten Tricks, ja, und diese alten Kriegslisten schon längst vergangener Völker, die kann man dann durchschauen. Also Handelsrecht bricht die Kraft der Gemeinschaft. Bitte, Handelsrecht ist bereits Kriegsrecht, weil eine Gegenleistung verlangt wird unter Strafandrohung. Ja, und ein manipulierter, subjektiver, voreingenommener Richter entscheidet dann, ja, wie das Urteil lauten wird. Übrigens gab es im 16. 17. Jahrhundert bei der Virginia Company, die hatte damals das Monopol über den Sklavenhandel weltweit. Und dieser Sklavenhandel hatte damals einen Namen, einen englischen, der auch heute noch verwendet wird. Und das war Free Trade. Free Trade. Free Trade ist der alte Name für Sklavenhandel. Und die ganzen Free Trade Agreements, die jetzt anstehen, haben die gleiche Bedeutung. Das ist der offizielle Sklavenhandel, den man mit euch ausführt. Die sind so frech, dass sie sogar noch das gleiche Wort verwenden wie damals. Okay? Also bilaterale schuldrechtliche Verträge fühlen sich an wie ein Naturgesetz durch Sozialisierung. Wenn ich also da nicht zwei Münzen wo reinhaue, warum gibt mir der Bäcker dann ein Weckerl? Ne? So auf die Art. Ja, wenn ich auf einen Knopf drücke und es wird ihm Geld aus Luft geschöpft auf seinem Konto, dann brauche ich nichts einwerfen. Soweit so klar. Asymmetrische Preise, ne? Informationsgeld. Also wir alle kämpfen momentan gegeneinander, anstatt miteinander zu kooperieren.
In der systemischen Gesellschaftswissenschaft werden konsensierte Wertmaße das verknappte materielle Tauschmittel ersetzen, die Gesellschaftsverträge ersetzen dann bilaterale schuldrechtliche Verträge, das heutige Handelsrecht, und damit ersetzt das Plussummenspiel das Nullsummenspiel. Und dann sind wir in einer Gesellschaft, wo alle gleichzeitig reicher werden können, ohne dass es zulasten anderer geht und auch nicht zulasten der Natur. Das geht, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, weil seit Hunderten, Tausenden von Jahren das nicht praktiziert wurde. Weil das Beraubungsmodell Nullsummenspiel so dominant ist. Schaut euch einmal die Gesellschaftsspiele an. Was sind Gesellschaftsspiele, wo wirklich nur einer gewinnen kann, zulasten anderer? Und wo können alle Spieler am Ende sagen, wir haben alle gewonnen? Das ist doch interessant. Dann sagen oft viele, ja, warum spiele ich dann, wenn alle gewinnen? Na genau deswegen, weil es dann allen besser geht. Und nicht nur immer einen zulasten der anderen. Ist das nicht logisch? Das ist ja dann uninteressant, wenn jeder gewinnt. Na wieso? Da geht es ja allen besser. Merkt ihr, wie wir da geprägt sind in der Wahrnehmung? Das ist, glaube ich, lustig. Also psychologisch gibt es schon einiges her. Also von den Goldmünzen und Gesetz von Angebot und Nachfrage kommen wir zu konsensierten Wertmaßen, vom Nullsummenspiel zum Plussummenspiel, vom Verdrängungswettbewerb zur empathischen Kooperation. Und alles das begann eigentlich mit der Frage, wie wirken Informationen auf die Preissetzung. Wenn man dem wirklich konsequent nachgeht, dann wird man, wenn man recherchiert und in die Tiefe geht, genau diesen roten Faden nachvollziehen können. Ja, und da stehe ich jetzt in meinen wissenschaftlichen Werken. Das ist eigentlich erst der Anfang. Systemische Wissenschaft geht noch viel weiter, denn es geht vor allem um auch den Stellenwert der Information. Ihr wisst ja, Information heute in der Quantenphysik als Grundlage eigentlich von dem, was wir Materie und Energie nennen. Es gibt dann auch Gesundheitswirkungen entsprechende. Ja, es gibt Information im Gesellschaftssystem, und über diesen Informationsbegriff, ja, können wir dann in Wirklichkeit die getrennten Teildisziplinen der Wissenschaft wieder zusammenführen. Das ist der wichtige Punkt. Denn das Ganze begann zu Zeiten von Leonardo da Vinci, als es noch ein Verbrechen war, als Naturwissenschaftler Leichen seziert haben. Und dann hat man sich mit der Kirche auf diesen Kompromiss geeinigt und gesagt, okay, das Körperliche ist die Wissenschaft, aber das Geistige bleibt bei der Kirche. Und wenn man den Robert Lanzer gelesen hat, Biocentrism, oder sein neues Werk Beyond Biocentrism, der also diese alte Idee wieder auferstehen lässt, dass das Bewusstsein fundamental ist. Und aus dem Bewusstsein über die Quantenphysik das entsteht, was wir Materie und Energie nennen, und auch nur, wenn wir es wahrnehmen, die Quantenphysik, dann kommt langsam wieder alles aufs richtige Gleis, und dann werden die Modelle auch viel einfacher. Die werden dann so einfach, dass sie normale Menschen auch verstehen, die keine verschachtelten Formeln umformen müssen in der Mathematik, ja, und die das mit ihrem normalen Begriffsverständnis verstehen können. Und das erst das, ist dann eine wissenschaftliche, aufgeklärte Gesellschaft, in der wir eigentlich schon seit 1789 sein sollten. Ne? Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bin gern bereit, Fragen zu beantworten. Ich habe den Franz schon sehr oft gehört und habe immer mehr Fragen offen, speziell mit der Buchhaltung, obwohl ich mich als Unternehmer auskennen sollte, aber mir ist auch nicht alles klar. So, du hast etwas gesagt, du wirst einen Ausblick auch präsentieren. Ja. Wie könnte das ausschauen? Wie könnte eine Zukunft von uns ausschauen? Was müssten wir jetzt schon tun oder wo müssten wir jetzt schon hindenken, damit wir sagen, okay, das ist ein Ziel, dass ich sehr gerne entgegengehe. Naja, leider Gottes im bestehenden System werden wir die Dinge nur ändern können, wenn wir politisch aktiv werden. Deswegen bin ich auch finanzpolitischer Sprecher der Deutschen Mitte geworden. Wir versuchen jetzt am 24. September in den Bundestag zu kommen, also nicht um dann mit Mehrheiten etwas zu verändern gegen andere, sondern um dort Informationen hineinzubringen für die Abgeordneten, sodass wurscht wer, welche Partei das dann umsetzen kann. Denn wenn die Abgeordneten einmal wissen, wie zum Beispiel Kredite wirklich entstehen, dann kann zum Beispiel keiner von denen noch guten Gewissens, ja, Bankenlobbying betreiben. Das wird dann keiner mehr schaffen. Und eines müsst ihr auch verstehen, das kommt auch wieder aus der systemischen Wissenschaft, Wissenschaft. Gewissen hat man nur, wenn Wissen da ist. Die Ahnungslosen, die heute an Top-Positionen der Banken und der Regierungen sitzen, ja, die haben kein schlechtes Gewissen, weil sie gar nicht wissen, was sie tun und wie die Dinge wirklich ablaufen. Jemand, der weiß, was er anderen antut. Zum Beispiel ein Arzt, der wirklich verstanden hat, wie eine Impfung funktioniert und was da alles drin ist.
der wird viel seltener wahrscheinlich gar nicht mehr gegen sein Gewissen handeln. Das Gewissen entsteht erst mit dem Wissen. Und deswegen müssen wir dieses Wissen hinaustragen. Und dann können wir im zweiten Schritt, wie gesagt, sämtliche Banken retten. Also dieses alte Argument, es gibt kein Geld für irgendwas in der Gesellschaft. Das gibt es nicht mehr. Oder wir müssen sparen, um Schulden zu zahlen. Das ist sowieso ein Blödsinn. Das geht einzelwirtschaftlich, aber gesamtwirtschaftlich nicht. Ja? Bei irgendeinem Sektor muss die Schuld hängen bleiben. Heute ist es der Staat. Ja? Weil das ja ein Kreislaufsystem ist, ein geschlossenes. Was es nicht sein muss, es kann auch offen sein. Informationsgeld ist ein offenes System. Weil ja auch in der Natur ja, die Systeme eher offen sind, freie Energie, kann man sich nur vorstellen, in offenen Systemen, in geschlossenen geht es nicht. Also das sind ja alles Denkmodelle. Ja, nur weil wir halt gewohnt waren, in geschlossenen Systemen, in Naturwissenschaft oder im Geldkreislauf zu denken, heißt das ja nicht, dass es deswegen so sein muss. Es gibt auch Möglichkeiten, das System offen zu denken. Und wenn wir dann mit Experimenten schauen, ob das funktioniert, dann ist das auch eine valide Lösung. Ja? Und daher können wir zum Beispiel alle Banken mit dem Debt-Equity-Swap retten. Wir könnten in der Sozialversicherung ein Parallelwährungssystem, ja, wo einfach nur die Leistung bewertet wird und das Geld wieder vernichtet. Gutscheinsystem ist Infomoney. Ja? Das könnten wir einführen für alles, was den Gesundheits- und den Bildungsbereich betrifft. Hätte die Konsequenz, dass Gesundheit und Bildung aus dem Budget des Finanzministers rausfallen würde, weil das ein sich selbst finanzierender Bereich wäre. Und wenn einmal Gesundheit und Bildung sich selbst finanziert und die Menschen dafür bezahlt werden, dass sie gesünder werden und dafür bezahlt werden, dass sie sich bilden, dann haben wir eine gesunde, gebildete Bevölkerung und die lässt solche Sachen nicht mehr mit sich machen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es um Information und Aufklärung. Richtig, richtig. Denn die Menschen, die diese Ansätze verstanden haben, das erkenne ich dann sofort daran, dass sie es lieber heute als morgen einführen würden. Ja? Die kann man gar nicht mehr aufhalten in der Energie. Ja? Weil die sagen, das ist so fantastisch und so sinnvoll und zwar für alle gleichzeitig, ja? Dass sie sich nicht aufhalten lassen. Und deswegen ist das auch nicht zu stoppen. Also das klingt ja wirklich hervorragend schön für die Zukunft. Genau. So, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja. Bitte. Kannst du ein Mikrofon nehmen? Ich leite das Mikro. Da kommt schon. Ah, da kommt jemand mit Mikro. Ja. Ich rede volkstümlich. Nach der Meinung, was ich jetzt für einer gehört habe, haben alle Politiker floschen. Das kann er verstehen. Keine Schuldzuweisung zu irgendjemandem, lieber Willi. Das muss ich sagen, weil das drückt. Wie ist das mit den Politikern? Das sind alle Floschen, hat er gemeint. Politiker naja, sind alle Floschen, ist durchschaut. Ja, ich werde da etwas achtsam in der Formulierung. Menschen sind alle geprägt. Und das Wichtigste ist zum Beispiel auch, dass wir unsere eigenen Prägungen kennenlernen. Ja, wir sind auch Flaschen, in jeder bestimmt in seinem Bereich. Also jeder kennt sich in irgendeinem Bereich nicht aus. Ich habe zwei linke Hände, wenn es um ein Haushalt geht. Ich kann mir im eigenen Haus nichts reparieren. Ne? Da bin ich ja Floschen. Aber das hat alles in der Biografie eine Begründung. Und diesen Menschen sollte man helfen. Die haben halt eine bestimmte Stufe des Lernens erreicht und wir sollten versuchen, ihnen den Schritt auf die subjektiv nächste Stufe möglichst leicht zu machen. Was wirklich gut können, Lügen. Ja, lieber im Nullsummenspiel sind sie darauf konditioniert worden. Das dürfen wir ihnen nicht vorwerfen. Was heißt heute noch glauben, was sie sagen? Ja, ich glaube, am besten ist es, einem Politiker nicht die Aussage zu glauben. Also man muss auf einer Metaebene das wieder sehen. Nicht das, was er sagt, ist zu glauben. Glaubwürdig ist die Motivation, warum er es sagt. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Aussage. Da sind wir bei der Manipulation. Ja, und die Manipulation ist im Nullsummenspiel und in dem System ein Teil davon. Das, wenn die, das verschwindet, verschwindet die Manipulation auch. Ja, und die öffentlichen Medien fest dazu, dass man manipuliert wird. Gut. Danke, Willi. Ja, er macht sehe. Danke. So, der nächste, wer war? Bitte. Ja, ich hätte eine Frage, und zwar in diesem Geldsystem, wäre das diese neue Crowdfunding-Plattformen, die es gibt, oder zum Beispiel bei den Waldviertler Werkstätten, wäre das ein System, wie Sie es vorgestellt haben, wo praktisch ein Gesellschaftsrecht aufgebaut wird im Geldkreislauf? Ja, also das Informationsgeld ist eben beides. Das ist Rechtssystem und Geldsystem in einem. Aber die Regeln des Rechtssystems sind grafisch
als Piktogramm dargestellt, also so wie am Flughafen, ja, wo ist die Toilette, wo ist Abflug, wo ist Ankunft, ja, sodass es wirklich jeder versteht. Da brauchen wir auch keine Juristen mehr, ja, wir brauchen keine Gesetzgeber, und wir werden keinen Richter brauchen, wie man in Wien sagt, ne? Dann braucht man wirklich nicht. Und der wesentliche Punkt ist, wenn wir jetzt sagen Waldviertler Werkstätten oder was auch immer, wenn solche kleinen Gemeinschaften sich in allgemein verständlichen Grundsymbolen ihre Spielregeln selbst definieren und dann die Leistungen der Mitglieder mit Zahlen bewerten und bei Bezahlung einfach wieder löschen, dass das wie ein Gutschein wirkt, dann haben wir ein Informationsgeldsystem. Das ist jetzt quasi die Kurzfassung, was da zusammenkommt. Das kann jeder umsetzen. Natürlich, man kann sich die Software, wenn man talentiert ist, auch selber schreiben. Man kann eine Buchhaltungssoftware nehmen und man kann so ein regelbasiertes Flussdiagramm Symbole verwenden für die Regeln. Da gibt es etliches. Es hat im Raum Linz einmal eine Parteigründung gegeben oder einen Versuch einer Parteigründung einer österreichischen Online-Partei, und die sind also in eine ähnliche Richtung gegangen. Man muss ja eines wissen, es hat noch in den 80er Jahren eine eigene Wissenschaft gegeben, mit der ich mich auch sehr intensiv beschäftigt habe, weil ich bin ja eigentlich nicht nur Rechnungswesen, ich bin auch Wirtschaftsinformatiker. Also mein Kernbereich ist Informationstechnologie und Rechnungswesen, beides. Und es ist lustig, im deutschen Sprachraum gibt es fast keinen, der das macht, weil nämlich, das gibt es auch nicht im Ausbildungssystem, Wirtschaftsinformatik, was wir haben, das ist die Schulung mit Office-Paketen, ja, und wie Datenbanken programmiert werden, wie Webserver sicher gemacht werden, und diese Dinge, das lernen wir nur in Amerika. Weil im deutschen Sprachraum darf das keiner wissen. Damit wird nämlich das System manipuliert. Ja? Und es gab damals eine neue Wissenschaft, die hieß Rechtsinformatik. Und Rechtsinformatik hat Expertensysteme, Regelbanken entwickelt, die Gesetze dargestellt haben. Und mit einem vernünftigen Frontend hätte man Rechtsanwälte, Richter und Staatsanwälte dann überhaupt nicht mehr gebraucht. Steuerberater natürlich auch nicht. Die haben wunderbar funktioniert. Aber nach 3 Jahren hat man die ganze Disziplin eingestellt und wieder abgeschafft. Und Sie werden heute weltweit keinen Lehrstuhl mehr für Rechtsinformatik finden. Das ist die bittere Wahrheit. So, weitere Wortmeldung, bitte. Ja, ich werde die Gelegenheit haben, nach dem Mittagessen zur bedingungslosen Grundeinkommen einige Sachen zu sagen. Sehr schön. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein Gesellschaftsvertrag in Ihrer Sprache. Richtig, richtig. Okay. Also das bedingungslose Grundeinkommen hat für mich einen einzigen kleinen Nachgeschmack noch, ein Nachteil, dass es nämlich Einkommen heißt. Beim Informationsgeld und Einkommen ist halt wieder in Geld definiert, und wenn ich sowas wie Inflation habe, dann wird der Geldbetrag, den ich da mir vorstelle, dann vielleicht auch nicht reichen. Das ist ein bisschen das Problem. Ich nenne im Informationsgeld das immer bedingungslose Grundversorgung, weil die Idee ist die, wenn die Kapazität reicht, den Bedarf lokal abzudecken, mit der Leistung irgendeines Kaufmanns oder eines Bäckers oder was auch immer, ja, dann konsumieren die Kunden bei ihm nämlich gratis. Nur wenn Knappheit wo besteht, wird den Kunden Geld vernichtet, aber ein anderer Betrag als dem gebucht wird, der leistet. Damit werden die Leistenden immer voll und fair bezahlt, haben nie Forderungen einzuklagen oder was und können auch einen Bettler bedienen, ja, der gar kein Geld hat, klar. Und ich habe einen Anreiz, die Kapazität an den Bedarf anzupassen, ja, weil dann konsumieren wieder alle gratis, sonst wird ihnen Geld vernichtet. Ja. Also wenn ein kleiner Wirt in einem Dorf zu wenig Plätze hat, weil da zu viele Leute essen wollen, dann wird den Leuten, die dort reservieren und hinkommen, Geld vernichtet. Da müssen sie zahlen, so wie heute auch. Wenn aber ein paar von denen sagen, ich bin ein Zimmermann, ich bin ein Maurer, ich erweitere euch, ja, jetzt das Lokal, und 3 gehen hin und sagen, wir werden noch Kellner, dann werden die natürlich sofort von der Gemeinschaft bezahlt dafür, dass sie das tun, weil sie leisten was. Und am Ende des Tages ist die Kapazität angepasst an den Bedarf und alle können gratis konsumieren. Das ist also ein System, das vollautomatisch die Kapazität an den Bedarf anpasst. Und am Ende des Tages dieser Entwicklung werden wir alle Millionen, Milliarden am Konto haben, die wir nicht mehr ausgeben können, weil wir nur noch gratis konsumieren, weil überall schon die Kapazitäten den Bedarf abdecken. Ja? Und das ist eigentlich, finde ich, das schönste Ergebnis, das man sich vorstellen kann. Bitte, ja. Wer ein bisschen mehr von Franz Hörmann wissen will, ich habe noch 3 Bücher aus einem Geldkongress vor einem Jahr circa, wo er das alles, was er hier gesagt hat, das meiste beschreibt. Ja? Genau. Das war Human Economy in Italien. Richtig, das war die Geldsystemkonferenz. 3 Bücher hast du noch, lieber Gernot. Ja. Genau. Also es gilt Angebot und Nachfrage, wir versteigern das dann nachher zu Liebhaberpreisen in einer Auktion. Gut,
Eine Wortmeldung noch, wir kommen ja noch einmal dazu am Podium, bei der Podiumsdiskussion, ja, noch einmal Fragen und Antworten zu stellen. So, danke. Jetzt, wie geht's weiter? Danke, lieber Franz. Danke.